Erstmal vielen Dank für die Einladung, heute nach Geisingen zu kommen, in die wunderschöne Arena. Was mir ganz gut gefällt, ist die Bahn. Top Belag, top Testverhältnisse. Perfekt, ob für den Profi-Skater oder für den ambitionierten Freizeitskater. Und da kommen wir gleich zu unserem Modell. Mach 100 wird dieses Jahr wieder sehr aktuell sein. Zweimal 100 mm hinten, zweimal 90 mm vorne. High-Low-System. Das Ganze in Verbindung mit ILQ9-Lagern und die bewährte Passform von unserem Softboot natürlich. Was hier komplett neu ist, das Schnürsystem hat sich verändert, es sind keine Schnürsenkel mehr. Mhm. Ich habe hier ein ganz einfaches System, ich brauche den Schuh nur noch zu drehen und habe damit eine sehr gute Passform. Das heißt, die bewährte Passform passt sich noch schöner den Fußkonturen an, dadurch sehr guter Halt, gute Kraftübertragung und was sehr angenehm ist, es entfällt, dass ich meine Schnürsenkel unter dem Powerstrap irgendwie verstauen muss, dass sie dort Platz finden muss, was wieder zusätzlich Druckstellen schaffen könnte. Das heißt, hier liegt alles sehr sauber übereinander, ist ein sehr aufgeräumter Schuh und macht einen super Eindruck. Grundsätzlich haben wir unsere Linien ein bisschen aufgeteilt. Wir haben also eine reine Frauenlinie, die speziell für die Frauen gemacht wurde, vom Leisten her, von den ganzen Features her, speziell für die Frauen. Wir haben eine reine Urban-Linie, wo wir ein bisschen verrückter sind vom Design, ein bisschen farbiger, ein bisschen bunter sind. Kinderlinie ganz normal, klar. Da haben wir unsere verstellbaren Schuhe aus einem Stück. Ja, ansonsten sind wir mehr, sicherlich von der Ausrichtung her, eher die sportliche Firma. Also wir kommen vom Sport, vom Speedskaten und engagieren uns dort auch sehr und wollen auch in unseren Skates, die wir im Fitness-Skate-Bereich sicherlich auch die sportliche Kompetenz bringen. Und sehen natürlich auch immer zu, dass wir vom Preis-Leistungs-Verhältnis her möglichst viele Features in die Skates reinbringen, die in anderen Skates zum Beispiel nicht zu finden sind. Das fängt damit an, dass wir zum Beispiel schon ab dem niedrigsten Preispunkt eigentlich die Skates auf der Schiene verstellen können, was in vielen anderen Fällen eigentlich nicht möglich ist, weil die vielleicht nicht montiert sind. Das Besondere an dem Schuh, wie man erkennen kann, ist das Drei-Rollen-Prinzip. Drei Rollen deswegen, weil wir zum einen mit den großen 110 mm Rollen die Geschwindigkeit herkriegen und aufgrund der kurzen Schiene, wir haben also hier gerade mal eine 10,25 Inch Schiene, noch sehr wendig sind. Ähnlich wie beim Vorher der Formel 1 ist es halt so, dass also von oben nach unten Produkte runterentwickelt werden. Das heißt, wir sind spezialisiert auf Inline-Speedskates. Jedoch ist der Markt für Umsteiger, das heißt für Leute, die heute mit dem Freizeitskate fahren, aber ein bisschen schneller fahren wollen, auch über lange Distanzen fahren wollen, auch eine Anforderung haben, eigentlich einen Speedskate zu fahren. Aber dieser Speedskate häufig aber den Nachteil hat, dass er einen sehr niedrigen Schaft hat und sehr hart ist und nicht sehr komfortabel. Aus diesem Grunde haben wir dann ein Produkt entwickelt, nämlich den U-Speed 110, der einen höheren Weichenschaft hat, der weicheres Innenmaterial hat, etwas breiter ausgeführt ist, um eben halt genau dieser Zielgruppe gerecht zu werden, weil wir denken, dass die Zielgruppe doch eigentlich sogar weit größer ist als der klassische Speedskater. Okay. Aber dann muss man auch ganz klar sagen, für den richtigen Anfänger ist es nicht der richtige Schuh. Dafür ist er nicht konzipiert. Das sieht man schon daran, dass standardmäßig keine Bremse mitkommt, die es als Zubehör natürlich gibt. Aber wir gehen davon aus, also dass jemand, der schon 1, 2, 3 Jahre Erfahrung hat im Skaten, auch lange gerne Touren fährt, der dann auch irgendwann mal sagt, okay, ich möchte mal vielleicht einen Marathon mitfahren. Mhm. Okay. Auch andere lange Strecken vor allem, der dann auch gerne ein Skater möchte, mit dem er auch lange komfortabel fahren kann. Ich möchte vorausgreifen, wir haben die Marke Firefly im Funwheel-Bereich jetzt seit 2011, also seit wenigen Wochen neu. Wir haben das Firefly-Konzept neu überarbeitet, haben die Marke neu positioniert und wollen eigentlich mit diesem Skate sportliche Einsteiger mit etwas modischem Hintergrund ansprechen. Wir haben jetzt uns überlegt, wir wollen einfach mal ein Lifestyle-Skate entwerfen mit der Optik wie die ganzen Trendmarken. Mhm. Haben hier natürlich verschiedene Mesh-Materialien verwendet, eine Composite-Kraft, haben 80er Rollengröße, für Einsteiger eigentlich perfekt. Mhm. Ja, ein Soft-Innenschuh, der relativ sehr bequem ist dadurch. Ja, und einfach optisch schön angepasst. Liegt bei welchem Preispunkt? Liegt beim Preispunkt 79,95. Also schon ein sehr günstiges Modell. Wie ist denn die Resonanz von den Testteilnehmern bisher? Die Resonanz ist bis jetzt durchweg positiv, muss ich sagen. Für diesen Preispunkt haben wir
haben sie gesagt, haben wir wirklich sehr viel Qualität reingesteckt. Mhm. Also sie sind sehr zufrieden bis jetzt. Okay, so we are very happy to say that this year is our first new entire collection. So it's a great event for us, and we will celebrate a lot because it's a good range. We will have, I think, many different skates for many different disciplines. Usually people knew Seba brand as a slalom brand, which is still the case, of course. But we really developed our focus to fitness, training, skate cross, and we even have some skates for aggressive skating. Okay. So it's really a lot of improvement this year. We have a lot of accessories as well. It will be really, really good collection with really products we made with our heart. Yeah. And that we spent a lot of time to develop, and it took some time, but now the result is really good. Okay. And so soon people will be able to experience new fitness skates as well. Very good. We are quite good for this, for custom, for people who want to change or make their skates different from others. So you can make your own Seba skates. So you choose what you want and just wish and it happens.